Herzlich willkommen. Wir wollen unser Herz wieder ganz für den gegenwärtigen Moment öffnen. Und einmal dem gegenwärtigen Moment lauschen, was er uns zu sagen hat, was er mit uns teilen möchte. Vielleicht auf dem ersten Blick eine etwas eigenartige Idee, dem Moment lauschen. Und gleichzeitig, wenn wir hineinspüren, doch etwas ganz Schönes. Die Lebendigkeit des gegenwärtigen Moments anerkennen und wertschätzen. Um dem gegenwärtigen Moment lauschen zu können, müssen wir all das loslassen, was wir über den Moment schon wissen, was wir selbst zu sagen haben und sozusagen leer machen. Sodass das Platz hat, was eben an Botschaft, an Geschenk, an Mitteilung zutage kommen möchte. Vielleicht möchte uns der gegenwärtige Moment sagen, dass er sich freut, dass wir ihn wahrnehmen, dass wir uns für ihn öffnen, dass wir ihm lauschen. Vielleicht möchte er uns sagen, dass er sich freut, mit uns zusammen sein zu können. Uns beschenken zu dürfen. Uns begleiten zu können. Vielleicht möchte uns der gegenwärtige Moment sagen, dass wir keine Angst vor ihm haben müssen. Dass er nur das Beste für uns will. Dass er uns vielleicht aufwecken will. Gewisse Dinge hinweisen will. Uns Dinge begreifen lassen will. Vielleicht möchte er uns aber nur sagen,
dass wir einfach da sein dürfen. Dass wir auch jetzt nichts Besonderes machen müssen. Nichts Besonderes erwarten brauchen. Dass wir uns vor allem nicht beweisen müssen und darstellen müssen. Sondern einfach mit ihm zusammen den Augenblick genießen. Vielleicht möchte er uns sagen, dass das sein Geschenk an uns ist. Vielleicht möchte er uns sagen, dass er vollkommen für uns da ist, immer da war und immer da sein wird. Dich einmal auf dieses unendlich große Geschenk einlassen. Uns vom gegenwärtigen Moment durchdringen lassen, verzaubern lassen. Da sein lassen. Und erleben, wie in dem gegenwärtigen Moment auch der Atem ganz natürlich fließt. Wie uns der Atem zusätzlich mit dem gegenwärtigen Moment verbindet. Wie wir vielleicht auch einmal dem Atem lauschen können, was er uns mitzuteilen hat. Oder einfach da sein, einfach erleben.
Wir machen eine Toilettenpause.